Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder zusammen mit dem Mitschke und dem Schrammo. Hallo ihr beiden. Hallo und willkommen. Und ich spiele heute mal eine Runde, die ich glaube, ich weiß es noch nicht, ob ich die Briten spiele oder die Deutschen. Was sagt ihr? Wir können ja alle Deutsche spielen. Wir spielen alle Deutsch. Ich bin alle Deutsch. Deutsche Luftwaffe. Ich bin mit den Deutschen. Okay. Ohne Bomben? Ja, ohne Bomben. Wieso ohne Bomben? Ich habe einen Bomber dabei, den mit dem Sturzkampfbomber, ja. Den habe ich auch bei. Vielleicht kann ich ihn diesmal sogar zeigen, die Stuka. Einfach als erstes neben direkt runterfliegen, dann hört das jeder. Direkt einfach mal einen Sturzkampf machen. Einfach mal Sturzflug, klar. Ich bin gerade am gucken, ich kann hier einen neuen Medium-Bomber kaufen. Eine S-79 Spaviero, das sind die italienischen Flieger übrigens, hier an der linken Seite, ne? Die G50 und so. Ach, Italiener. Kein Wunder, dass die so schlecht sind. Ja, die MC. Ich ärgere mich hier die ganze Zeit, dass die Dinger drehen wie ein LKW. Ja, es sind halt die Italiener. Gut, ja. Ich würde sagen, ihr seid alle bereit. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ich meine, wir das Beste gucken. bei der G-Serie da hinten, die sind immer so lustig bunt. Das stimmt allerdings, ja. Die sind bunt. Die G50 ja. Und so, meinst du? Mhm. Ja, gut. Wenn du meinst. Die sind bunt. Wie lange hast du jetzt eigentlich gebraucht, um dein Level 6, 7, 8 dann zu erreichen? Ich? Ja. Nicht lange. Das klingt gut. 67 Spiele. Aber dann hat er das gehabt. Ich habe auch ein Premium-Konto. Ah, okay. Und Rio ist wieder was Besseres. Ja. Nö, also auch Free-to-Play-Spiele, die mir gefallen, da gebe ich halt dann Geld aus. Das bin ich auch offen für. Ja. Also. Ja, auch in Ordnung. Ja, grundsätzlich schon, aber das muss dann schon ein relativ gutes Spiel sein. Ich finde das halt schon relativ gut, War Thunder. Mitschke, stimmt zu. Ich habe das Problem, ich langweile mich immer relativ schnell mit solchen Spielen. Also unabhängig davon, wie gut sie sind, ich langweile mich einfach. Du bist einfach ein Kacknapp. Also nennen wir das Kind doch beim Namen. So, Cockpit-Ansicht heute mal. Ist der Stuka? Oh, wo ist Ryukat? MG, Feuer frei. Da unten bist du ja, da kommen wir mal entgegen. Soll ich dich weg? Ja, ich komm schon. Soll ich dich wegrammen? Bau dich. Ich komme mit dazu. Von hinten allerdings. Ah, Schrammo ist mein nächstes Ziel. Mhm. Du hörst mich schreien. Du wirst mich hören, wenn ich an dir vorbeizische. Ich möchte jetzt aber gleich auch mal kurz zeigen, wie das mit der Stuka hier ist, ne? Mach das. Ja, hau ruhig ab. So, ich werde jetzt nämlich gleich da ordentlich mal voll in die Flak reinsturzkampfbomben. Ich nehme schon Geschwindigkeit auf. Ich glaube, ab Geschwindigkeit 500 oder so fängt die an zu heulen. Ich bin mir nicht... Ey, wer schießt auf mich? Hör jetzt auf. Weiß ich nicht. Hör auf. Kann ich mir nicht erklären. Mitschke ist langweilig. Er muss wieder Leute angreifen. Irgendjemand hat gesagt, ich bin ein Kacknoob. Weiß auch nicht mehr, wer das war. Super, jetzt habe ich ein Loch am Flügel. Ernsthaft? Nö. Hat mich auch gewundert. Dass ich dich treffe und die ganzen blöden Feinde treffe ich nicht. Oh, da unten sind so. Aber irgendwie pfeift der bei mir noch nicht. Oh, bei mir pfeift er ordentlich. Bei mir pfeift er immer, egal was ich mache. Auch die einfache? Also, ich pfeife wie blöd hier. Komisch, warum pfeife ich nicht? Ja, mein Sturzkampf ist kaputt, der pfeift nicht. Ja, Mitschke hat die Tüte getroffen. Ja. Weißt du Bescheid? Hätte sich mal lieber nicht mit mir angelegt. So. Mein Sturzkampfbomber funktioniert nicht mehr. Aber ich habe eine Bohne zerstört. Immerhin etwas. Schauen wir doch mal, ob ich da gleich noch was finde, was wir hier kaputt machen könnten. Da ist ein schwerer Panzer. Da ist noch ein schwerer Panzer. Und... Feuer frei! Ams! Das war sogar die 500-Kilo-Bombe. Ich weiß gar nicht, ob ich da zwei oder nur einen getroffen habe. Ah ja, mit dem Sturzkampfbomber kann ich bomben. Damit geht's. Musst du den Großen nur genauso spielen. Verstehe nicht, warum das bei mir nicht piept. Macht's bei mir gar nicht. Bei mir schon. Vielleicht habe ich die Tröten abmontiert. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Da war so Raketen dabei. Nee, hast du gar keinen Stuka.
Ich hab die JU. Ah, ich bin ein bisschen langsam. Super, so schnell ist bei mir auch schon wieder ein Leck im Motor hier. Im Tank. Na toll. Schon meine Kanzel voll davon. Ja. Ich hab ein MG-Nest zerstört, sehr schön. Und meine Kanzel ist fleißig am Feuern, aber ich übernehme mal die Steuerung, ich brenne. 3, 2, 1 und Feuer frei. Wovon übernimmst du die Steuerung? Von deiner Kanzel? Ja. Oh, jetzt bin ich erledigt. Hab ich gut gemacht. Eine Bowfighter hat mich runtergeholt, okay. Dann nehmen wir jetzt mal so ein italienisches Flugzeug. Also irgendwas funktioniert hier doch nicht. Die schießen da alle zweimal auf das blöde gegnerische Flugzeug drauf und es fällt vom Himmel. Ich hau hier drei MG-Gurte drauf. Hatten wir nicht vorhin schon geklärt, warum das so ist? Nein, das hatten wir nicht geklärt. Ich dachte, das hängt mit deiner schnellen Langeweile zusammen. Dass mein MG keine Wirkung zieht. Schieß genau. Doch. Ach, fuck it. Außerdem muss ich mal nach Hause. Tschüss. Ich muss mal nach Hause telefonieren. Ich muss landen gehen. Von allen Seiten werde ich beschossen. Das ist super schade. Dann brauchst du dir um das Landen keine Sorgen mehr machen. Super. MG-Nest. Ich bin im Anflug. Ja, super. Das war's dann auch schon. Ich bin rausgeschossen worden. Von einer Bowfighter, Alter. Das ist so unglaublich. Wurde ich vorhin auch. Das sind auch Imba-Viecher. Das sind UFOs, sogenannte UFOs. Die haben noch kein realistisches Flugverhalten und benehmen sich dann... Ja, fliegen einfach viel zu... krass. Bowfighter. Ich glaube, die Briten sind momentan auch noch mit Abstand die stärkste Nation. Echt? Keine Ahnung. Briten? Warum spiele ich dann Deutsche? Deutsche sind auch nicht schlecht. Weil das so ein Impuls war, dass du direkt erstmal mit Deutschen anfangen musst. Deutsche sind eigentlich gar nicht so einfach zu fliegen. Ja, das merke ich. Als blutiger Anfänger an seinem dritten Tag hat man da durchaus seine Probleme, teilweise. Blutiger Anfänger und Tag. Ja, ja. So, Mr. A20G, kriegen wir dich. Mr. Jagd 9T ist viel interessanter. Weil er nämlich einen Jäger von uns verfolgt. Weiß nicht, ich fliege jetzt mit 600 km/h Richtung Schrammo. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So eine Havoc da oben. Barrel Roll. Jetzt sind... lol. Jawoll! Ich hab ihn zerstört. Sehr geil, jetzt mache ich mal hier einen Sturzkampf auf den Jak 9T da unten. Ist der schon kaputt? Hallo Mitschke. Also ich hab grad eine Jagd zerstört. Okay, das war also die... Das ist noch ein schwerer Panzer. Schweren Panzer kriege ich, glaube ich, nicht kaputt. Mit meiner Kanone. Also ich kann ihn zumindest treffen. Wenn ich ihn treffe, kann ich bestimmt mal zerstören. Oh, aber... Angriff! Oh, ich muss hochziehen. Musste ich auch. Hat doch so geklappt. Aber hätte ich mein Fahrwerk draußen gehabt, wäre ich gelandet. Oh, das ist ein A20G. Mal gucken, komme ich da hoch? Na, kommt runter, gut. Wer denn? Da hinten, der A20G? Hier, Smoke 609. Ja, ja. Hier ist irgendwie so ein... Der nennt sich Smoke-Ding. Ich fliege mal hinterher. Mr. A20G. Mr. Havoc. Mr. Havoc, Sir. I wanna... Ah ja, schon kaputt. Abschusshilfe! Da unten ist eine Jagd 9T. Ist der Depp in mich reingeflogen? Eine Jagd 7B. I want to get this. Die feindlichen Bomben natürlich auch raus. Ich will mir die Jagd da holen. Die brennt ja schon. Ich dreh mal und komme mit dazu. Ah, der brennt nicht, der qualmt nur ein bisschen. Gerade eben hat er gebrannt. Jetzt stürzt er aber ab. 100%ig. Ich flieg mal wieder zu euch. Jawohl, er ist kaputt. Ich hab einen Bomber gerettet. Sehr schön. Trevor, komm schon. So, wen haben wir denn da noch? Geh kaputt. Schön, Abschusshilfe. 10 Sekunden, dann sind meine Kanonen auch wieder nachgeladen. Guck mal, wen wollen wir uns denn jetzt mal vornehmen? Da hinten ist eine G50, die werde ich mir holen. Ein italienisches
Stück. Okay, komm ich mal mit hin. Titanisches Stück Blech muss zerstört werden. Es muss vom Himmel getilgt werden. Ich hab den Radierer schon bereit. Ich auch. Der ist eine Bowfighter, die braucht's viel dringender. Echt? Nein, nein. Was macht denn die Bowfighter? Ja, die fliegt halt darum. Stürzt der schon ab? Nee. Warte, ich bin gleich soweit. Schramo, bitte nicht so vor meiner Flinte fliegen. Nee, ich bin gleich weg, ich bin zu schnell. Flieg an ihm vorbei. Pass auf. Ich drehe jetzt. Rat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 
Braucht er mehr? Größeres? Härteres? Härteres, größeres. Das ist bei mir richtig. Härteres. Ich mag Leute, die Filme zitieren können, die gar keine richtigen Filme sind. Die magst du? Ja. Wie schmecken die denn? Saftig. Saftig. Bäh. Saftig, deftig, weißt du, du musst gut. Du musst nicht etwas Widerliches noch widerlicher machen. Ihr habt angefangen. Spitfire. Außerdem wollte ich nur sagen, dass ich positiv angetan bin von seiner Filmzitierung. So. Ich habe gerade fast eine Felswand geküsst. Oh Gott, ich lebe noch. Schau mal, die verfolgen mich da ganz schön hart. Eins. Ich merke das. Was? Ich bin noch gerade. Niemand verfolgt dich, deine eigene. Ich komm dir zur Hilfe, Ich mach gerade Special Tricks hier. Oh, du hast Jackie Chan hinter dir. Ja. Sei froh, dass du Chuck Norris ist. Ich mach jetzt meinen Kunstflugrauch an. Wo bist denn du? Hier, ich dreh mich hier fleißig. Ach, da. Ich hab ihn dir schon weggeschossen. Ich hab Kunstflugrauch an. Ich sehe schon, dass du Kunstflugrauch an hast. Willst du, dass sie dich besser verfolgen können? Ja. So, Kollege, halt mal still. Was aus. So, ab ins Tal und hoch! Erhebe dich. Oh, probier mal den Höhenruder ist ein bisschen angeschlagen. Probier mal den P-Shooter vom Arsch zu holen. Das wäre nett, ja. Ich habe nämlich Probleme mit dem Höhenruder. Das ist nicht mehr ganz so. Oh Gott! Das war vielleicht ein Fehler. Nein, ich krieg die Kurve noch. Aber ich, oh Gott, komm ich noch hier? Ja, komm ich. Oh, das wird eng. Oh. Verdammt! Du bist jetzt gegengestellt. Oh, ich brenne. Die Felswand. Und damit habe ich keine Crews mehr zur Verfügung. Der aktuelle Spielstand ist übrigens, wie ist es denn? So ein Trottel! 3-1. Voll ins Wrack reingeflogen, der Typ. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Yay! Gut, das... Ich habe die meisten Assists bekommen. Das war's dann wieder von dieser Runde. War Thunder. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Thunder. Euer Rio. Auf Wiedersehen. Tschüss.